Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Wheels. Eigentlich sollte heute When It's Monday kommen, aber weil ich gerade festgestellt habe, dass ich das Spiel updaten muss und es noch viel zu lang dauert zum Updaten, kommt wahrscheinlich erst wieder die Folge morgen. Aber dafür wieder eine längere Folge, ich verspreche es. Also machen wir jetzt Happy Wheels. Daniel P. Einhorn hatten wir schon, also machen wir weiter mit Daniel P. Wurpswing von QB 2000 und QB 2000 oder QB 2000 oder QB 200 oder QB 2.0, das hatte ich schon. Hey Dani LP, das hier ist mein allererstes Happy Wheels Level. Also wundere dich nicht, wenn es nicht das Beste ist. Es lohnt sich, das Level zu Ende zu spielen. Auch wenn du ein paar Versuche brauchen solltest. Also viel Glück. Mit freundlichen Gruß, Kyubi Uzumak. Ich kann sie aussprechen, tut mir leid. Es tut mir da so leid. Oh, Wurpswing, ja. Da war ja was. Das ist ja das, was ich nicht leiden kann und nicht beherrsche und nicht kann und überhaupt. Ich kann es nicht. Ich wollte es nur erwähnt haben. Hä, wo muss ich denn hin? Schwingen, springen, klingen. Ich glaube, ich habe das jetzt bei mir ein bisschen zu leise gemacht. Ich höre nämlich kaum noch Sound und sogar ganz lauter. Wüst. Habe ich Sound aus? Ich habe Sound an. Habe ich Sound aus? Da, ich weiß es nicht. Wo muss ich hin? Hallo? Ja, ist ja cool, dass ich es zu Ende spielen soll, aber. Hä? Ich verstehe es nicht. Wo muss ich denn hin? Es wäre wesentlich sinnvoll, wenn ich da eine andere Leine irgendwo sehen würde. Oder gibt es überhaupt eine andere Leine? Warte, ich lasse mich nochmal fallen. Und schwing in die Richtung. Hui, ich sehe keine andere. Seht ihr eine andere? Ich sehe keine. Ja, jetzt habe ich mir die Arme gebrochen. Supi. Ich wüsste nicht, wo ich hinspringen sollte. Sorry, aber ich weiß nicht mehr, wo ich hinspringen soll. Hier, schauen wir das mal an. Komplettlösung. Ich bin da ja hingesprungen, ich habe ja nichts gesehen. Ich weiß ja gar nicht, wann ich loslassen muss. Ach, da ist einer, okay. Da bin ich ja hingesprungen, ich hätte da nichts gesehen. Sorry, ich habe aber nichts gesehen. Okay. Ja, spätestens hier hätte ich dann wahrscheinlich, sagen wir nicht aufgegeben, sondern keine Lust mehr gehabt. Ach, hier ist das Ende, oder wie? Hey Dani, ich hätte da ein paar Fragen an dich. So als YouTuber wirst du mir diese per PM beantworten. Ich heiße bla bla bla. Ich hoffe, dir das Level gefallen. Ich beantworte eigentlich immer Fragen in den Kommentaren, solange es die Frage ist, können wir aufnehmen? Weil, oder, wie alt bist du? Weil diese Fragen habe ich schon tausendmal beantwortet. Also mach weiter mit. Das ist deutsche Sprache. Also machen wir weiter mit Dani LP Minispiele Hashtag 5 von Leon Like a Promise. Hallo Dani und andere, es ist wieder soweit. Der fünfte Teil ist da. Weiter zum Level. Wenn du das nicht schaffst, schau bitte den Replay. Okay. Hey Dani, du spielst gerade den fünften Teil meiner Serie. Du musst den Cookie ins Ziel bringen. Starte den Cookie ver. Starte. Den Cookie verliert, dann startet das Spiel bitte neu. Viel Spaß. Okay. Mein Keks, mein Keks. Langsam drüber fahren. Ja, sonst verliere ich ja den Keks! Mein Keks! Wo ist mein Keks hin? Einen Moment. Wie habe ich den jetzt schon verloren? Ich kann den auffangen. Ich kann den auffangen. Oh. Er fällt ja ganz durch. Das ist ja voll unfair. Der fällt ja sofort weg. Okay, wir sind jetzt ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Sei ein guter Keks. Wow. Okay. Ich behalte nur den Keks im Auge. Immer das Ziel im Auge behalten, Leute. In diesem Fall ist es das Ziel der Keks. Oh Gott. Langsam. Oh. Langsam drüber fahren und Gleichgewicht halten. Oh nein! Mein Keks! Oh Mann! Wirf den Cookie in die Klappe des Analysators. Wenn du ihn nicht mehr besitzt, startet das Level bitte neu. Übrigens. Kommt es dir bekannt vor? Ja. Klappe! Warte. Ich schaff das. Ich brauche das ohne Keks. Ich kann das auch ohne Keks. Ich meine, ich habe nur die letzte Aufgabe nicht geschafft. Kann ich meinen Kopf dagegen? Oh. Warte, ich will diesen Kopfdingens. Wenn das sich einklemmt, dann könnte ich mich dann nämlich reinschmeißen. Dann hätte ich auch gewonnen, oder? Ich weiß es nicht. Ich versuch's. Okay, nochmal. Wir versuchen es noch ein letztes Mal, Leute. Da. Slow Motion. Ganz, ganz slow. Slow. Slower. Seien Sie bitte slower. Ah! Ist einfach schief gegangen. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Mein Kick! Ah! Ich will da durch! Oh Mann.
Ja, wir haben verloren. Danny P. Quiz von L mit Leon P. Hey Danny, viel Spaß. So viele Leons. Hey Danny, viel Spaß. Rest steht im Level. Mit Freunden Gruß. Tim aka mit Leon L mit Leon P. Okay. Hey Danny, dies ist ein YouTuber-Quiz, da mir nix richtig eingefallen ist. Viel Spaß. Spring erst dann, wenn du auf den der geliebten Antwort bist. Wie viele Videos hast du? Noch keine 800 auf jeden Fall. Haha, ich bin so gut. Wie viele Videos hast du? Du bist übrigens Danny LP. Wie viele Leute hast du unter meine Sklaven? Oh, es ist unfair, die habe ich erst aktualisiert. Warte, ich habe momentan Alterbeule. Googie, German Speed Drawing, Magnus. Habe ich Yoshi noch drunter? Ich habe Yoshi. Ich weiß es nicht, ich sag 7. Wow. Okay, richtig. Edgar! Edgar, was machst du denn hier? Du musst super looten! Nein! Okay. In was für ein Video wurdest du von Concrafter genannt? Bei den Crafting-Ideen, bei den Comments. Das war bei den Crafting-Ideen mit meiner Bienenstock-Dingens-Idee. Ich pass nicht durch! So. Danke fürs Spiel. Wenn es nicht klappt, dann warte kurz. Okay, danke fürs Spielen. Soll ich noch mehr oder reicht es jetzt? Und ich muss es nicht in die Ecke stellen und mit Dreck bewerfen. Bla bla bla. Ja, ich fand's gut. Und ich will mein Victory haben. Ich fand's gut. Ich mag solche Quiz-Sachen. Noch ein Quiz. Wenn ich einfach sage, ich mag Quiz-Sachen. Daniel P. Quiz von Nancy Kuchen. Das ist ein Quiz über dich. Ich will eine Story machen. Doch ich brauche noch eine gute Idee. Viel Spaß dir, euch. Ich gebe nicht wirklich eine aufsteigende Reihenfolge der Schwierigkeit. Nicht auf Rechtschreibung achten. Grüße von mir, Nancy. Okay. Hallo Dani, abonniert Dani. Nein, das ist falsch. Meine YouTube-Url ist Daniel P. 01, weil Daniel P. schon fest war. Das ist Daniel P., du Altes, findet mich niemand. Hier ein kleines Quiz über Daniel P. Ich hoffe, du spielst das Dani. Da ich es hasse, wenn man nach jeder falschen Antwort stirbt, habe ich es gelassen. Ja! Welchen Happy Wheels-Charakter mag Dani laut ihrer Aussage lieber? Der dicke Mann-Traktor? Ja, den finde ich ganz toll. Der Charakter, den man hier spielt, Segway-Guy. Ja. Den mag ich am liebsten. Das ist einfach so. Richtig! Was steht da? Steht einfach nur falsch oder? Falsch, ihr Luschen! Müsste eigentlich da stehen. Wie alt ist sie denn? 15 oder 19? Sie sagt ihr Alter nicht. Sie ist natürlich 19, wie es in jeder Kanalinfo steht, aber es ist ja jeder zu faul, diese zu lesen. Keiner liest die Kanalinfo oder die auf Instagram. Ich habe übrigens Instagram. Oder die auf Twitter. Ich habe übrigens Twitter. Und Facebook... Nee, Facebook bin ich nicht aktiv. Aber auf Ask steht es auch. Ich habe übrigens auch Ask. Hey, jetzt mal Werbung gemacht. Frage 3. Hat sie Haustiere? Nein. Ja, Meerschweinchen. Ja, einen Hund. Ich habe natürlich... Ah, Meerschweinchen. Das wäre traurig, wenn ich das nicht wüsste. Und die heißen Cookie und Krümel. Das ist natürlich die Frage. Was war zuerst da? Meine Meerschweinchen? Oder meine Abonnenten? Okay. Frage 4. Welche Projekte gab es auf ihrem Kanal? The Stomping Land, TSL, Fantasy Life, FL. The Stomping Land natürlich. Letzte Frage. Wie viele Abonnenten hat sie circa? Stand April. 2K15. über 30K. Oh, schön wär's. 9K hatte ich auch nicht. Das waren so die 17. Ja, die 17. Ende. Die Treppe muss nicht hochgefahren werden. Will ich aber. So, das will ich jetzt aber. Nee, da ist bestimmt ein Keks. Ich weiß es. Da ist bestimmt ein Keks versteckt, weil mir fehlt wieder einer in der Keksdose und der ist bestimmt da oben, weil die Leute das immer in Treppen verstecken, damit ich die Treppe mit meinem Segway hochfahre. Dani! Ich wusste es, da ist mein Keks, seht ihr? Habt ihr meinen Keks gesehen? Das ist sowas von mein Keks. Oh, ich komme nicht hoch. Nein! Ich hasse diese Treppen mit dem Segway, geil. Mein Keks! Oh mein Gott, ich hab den endlich wieder! Yam, 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 yam. Okay, das geht nicht. Machen wir weiter, alles ein schönes Level. Daniel P., die böse Uhr. Von Omen 779. Zeit, dass wir uns die wir uns nehmen. Ist Zeit, die uns etwas gibt. Ernst fährst. Deshalb habe ich auch trotz meiner Meisterlehre und den ganzen Lernen, die man wieder ein Level gebaut. Falls das Level und die Idee dich gefallen hat, scroll. Aha. Für Daniel P. Zeit. Zeit. Au. So viel Zeit habe ich nicht. Hui. Hui! Woo! Ich wäre fast auf Bauch gelandet. Habt ihr es gesehen? So, noch einmal.
Wir gucken, ob ich irgendwie überleben kann. Notfalls. Oh, ich muss aus der Zeit raus. Nein. Schade. Oder? Nein. Aber es ist irgendwie ein cooles Level. Warte, noch einmal. Immer will ich es noch. Ich will mal gucken, ob man es wirklich irgendwie schaffen könnte. Hui! Nein, ich glaube, das schafft man nicht. Keine Ahnung. Das ist irgendwie cool. Dann EP Falling Memdi von Grau Fakuki. Hi Dani, na, wo ist sie schon auf Falling Heart? Oh, nein, hier ist mein Medi. Viel Spaß. Oh. Victory. Komm nicht mal in die richtige Richtung. Ich wollte es nur erwähnt haben. Oh yeah. Aha, oh yeah. Ich bin Breakdancer. Oh yeah. Aha, oh yeah. Woo. Ich hab das nicht. Warum schaff ich das nicht? Ich muss das schaffen. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich ein Loser. Oh yeah. Oh, oh, oh. Ich glaube, das versuche ich nur einmal. Oh yeah. Weil ich das A, das nicht mehr schaffen würde. Oh yeah. Nein. Die Knie. Mhm. Ich gehe auf den Victory 2. Ciao. Kann ich mir das Bein brechen, bitte? Würde mir gerne einmal das Bein brechen. Oh je. Yeah. Oh, jetzt habe ich was geschafft. Jetzt muss ich nur meinen Hintern durchkriegen. Hier kommt man doch nicht durch. Als normalsterblicher Frauenmensch. Ist das eine Frau? Ja, Frauenmensch, Leute. Frauen sind nicht automatisch Menschen, außer es sind Frauenmenschen. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Jetzt hängen meine Arme doch noch fest. Okay, irgendwie ist das gerade... Oh, jetzt habe ich's. Ja! Ja! Jetzt hängen sie da fest. Ich müsste irgendwie die Arme und alles zusammenlassen. Dass die in eine Richtung fallen. Ja, sieht gut aus. Ich rutsche weiter auf jeden Fall. Nimm dir das Bein. Nimm dir dein Bein zu Hilfe. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Ja. Bam! Ich bin so gut. Weiter geht's mit Danny P. My First Level von YouTube Fangirl 26. Das ist mein erstes Level. Und zwar wahrscheinlich schon zu spät. Aber scheiß drauf. YouTube Fangirl 26 oder YouTube Fangirl 26. Gehen da? Wahrscheinlich kommt... Warte. Hallo Dani und Andre. Mich würde es freuen, wenn ich sehe, dass du dieses Level spielst. Ich habe es gemacht, weil mir langweilig war und ich nicht will, dass Happy Wheels beendet wird. Wahrscheinlich kommt dieses Level zu spät und Happy Wheels wurde schon beendet. Das ist mein erstes Level. Falls du nicht weiterkommst, solltest Leertaste drücken. Okay, ich weiß nicht, mit welchem Charakter ich spielen soll, aber kriege ich schon hin. Yay! Oh Gott! Hier sind offensichtlich... Was? Minen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Au! Au! Ziel? Hä? Okay, da wäre eh das Ende. Zum Victory, Werbung, nein und... Ja. Es war ein bisschen schwer zu lesen. Deine EP-Challenge von XXRP3DPTORXX oder Predator. Predator. Alles steht im Level. Viel Spaß. Hey Donny, ich hätte dir mal gesagt, dass ich ein Level für dich machen werde. Hier ist das Level, deine Aufgabe. Du musst alle 5 Challenges bestehen. Es gibt Checkpoints. Viel Spaß. Cookie Challenge 1. Jetwalk. War ja easy. Challenge 2. Spikefall. Das kann ich wiederum nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt darfst du Checkpoint 1 benutzen. Zählt. Ich darf Checkpoint 1 benutzen. Das war nicht so geplant. Es ist ja voll doof, wenn ich den Checkpoint benutzen will, sterbe ich ja auch noch. Oh Mann, wie blöd ist das denn gelöst? Ja, jetzt nichts gegen dich, aber es ist extrem blöd gelöst gerade. Und zwar extrem blöd. Ich sterbe einfach, wenn ich da... Ey, wie blöd ist das denn gelöst? Ich will das einfach nur kaputt machen. Und wenn ich... Oh Mann. Aber ganz ehrlich, wenn man schon Checkpoints macht, dann muss man doch nicht unbedingt da noch... Oh, jetzt kommt aus Versehen Checkpoint 2. Auch gut. Ja. Ja. Hui! Das
So, da steht Werbung. Also machen wir Werbung nicht. Daniel P. Götterquiz von Kraufer. Guck, ich, sorry, aber ich mag das überhaupt nicht, wenn da Werbung steht. Ich weiß es nicht. Ich hasse das immer. Dani, griechische Götterquiz. Ist der Drücken irgendwann verstanden? Okay, ich auch nicht. Da, da, da. Easy. Wer ist Zeus? Oberster Gott. Gott des Mondes. War er nicht auch noch Gott des Himmels oder so? Dann wäre er ja quasi Gott des Mondes. Aber es ist, nee, Gott des Mondes ist er. Ist Apollon. Nee, ist Gott der Sonne. Ach, keine Ahnung. Ah, da komme ich so lang. Medium. Wer ist Hypnos? Das ist der Gott der Hypnose. Oder der Gott des Schlafes. Das ist auf jeden Fall der Gott des Schlafes. Das weiß ich. Ich habe Percy Jackson gelesen, als ich klein war. Okay? Und ich sehe ein bisschen zerkrüppelt aus, aber sonst geht's mir gut. Welches ist der Gott des Krieges? Das ist natürlich der Ares. Oder der Erebos. Aber es ist nicht der Erebos, weil es der Ares ist. Abonniert Daniel P. Danke. Das ist eine Werbung, die mir gefällt. Und dann würde ich sagen, das war's auch für heute. Nächstes Mal machen wir die Zweier-Level und so weiter und so fort. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.